Liebe Freunde der paradoxen Strategie, wir sind wieder in Schottland. König Euan ist 13 und nicht mehr die Königin Mutter ist die Regentin, sondern Bischof James von Elgin. Und ich habe noch mal darüber nachgedacht. Ich glaube, dieser Mann tickt doch etwas anders. Erstens, er mag seinen Lehnsherrn sehr, Euan, seinen Schützling sehr. Zweitens, er ist ja ein religiöser Eiferer und ein Meistertheologe. Und ich denke, inzwischen ist der Gegenpapst ihm doch ein Dorn im Auge. Dieses ganze Gegenpapsttum ist ja so eine Schnapsidee von Miles Nectar noch gewesen. Und ich glaube, der Großteil der Theologen im Königreich Schottland sehen den Gegenpapst hier, den lächerlichen Gegenpapst eigentlich, der hier in diesem kleinen Bistum von Rosemarkey in der Grafschaft Ross haust. Die erkennen den nicht wirklich an. Das ist nur so eine formale Tradition, aber insgeheim wissen alle, wer der richtige Papst ist. Und unser Bischof James, der jetzt Regent ist, der jetzt die Macht hat, der will jetzt endlich in die Geschichte eingehen und einen Schlussstrich ziehen unter dieses Gegenpapsttum. Er kann ja leider nicht einen Mörder oder so in Auftrag geben. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, um den Gegenpapst loszuwerden. Aber wir können ihn zumindest verhaften lassen. Das, denke ich, ist eine ganz gute Methode. Ich hoffe, dass das klappt dann. Also erstmal bleibt er Gegenpapst, aber ich glaube, wenn er stirbt im Gefängnis, hat sich das, glaube ich, erledigt. Ich bin mir nicht sicher. Ich hoffe es. Wir werden es versuchen. Das Ganze hat ein riesiges Problem. Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist hoch, aber das Ansehen bei allen Vasallen um uns herum sinkt um 40. Aber das ist jetzt unserem religiösen Eiferer, unserem Regenten total egal. Er will jetzt die Gunst der Stunde nutzen und Papst Eugen den Dritten einknasten. Persönlich findet er ihn ja zwar ganz in Ordnung, aber grundsätzlich ist jetzt der Moment. Oh! Ja, und da passiert es auch direkt. Gegenpapsttum des Papst Eugen des Dritten ist beendet. Ja, hervorragend. Allerdings hat er rebelliert. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut, wie ich finde. Haben wir jetzt trotzdem den Malus? Ich denke ja, ne? Gucken wir uns das mal an. Oh ja, jetzt haben wir den Tyrannen-Malus bei allen. Das ist also jetzt eine nicht ganz einfache Situation, aber ach Gott, James hat endlich mal hier für klare Verhältnisse gesorgt. Ich finde das hervorragend. Also zu den Waffen. Hector ist geflohen. Okay, und das Gegenpapsttum ist beendet. Sehr schön. So, wir werden jetzt hier direkt mal Aufgebote ausheben und ich glaube, mit diesen Männern sollten wir schon klarkommen. Mit unserem hervorragenden Arthur, Bürgermeister Arthur an der Spitze, sollte es kein Problem sein, dass wir ja, Ross belagern. Ja, wir brauchen sie nicht mal belagern, sondern wir müssen einfach nur diese Armee dort besiegen. Das ist doch keine große Kunst. Haut er noch rechtzeitig ab, tatsächlich. Dann hinterher. Und dann ist hoffentlich dieser Spuk bald beendet. Es kommt zu der Schlacht von Bornock und der Gegner flieht schon. Ja, wunderbar. Aber wir müssen noch direkt nochmal hinterher setzen. Ich weiß gar nicht, müssen wir jetzt erobern? Müssen wir Ross belagern? Bin mir gar nicht so sicher. Ach so, wir belagern jetzt diese Provinz, oder was? Aber bin ich in der Belagerung? Ja, ich bin in der Belagerung, alles klar. Entschuldigt meine Verwirrung. Okay, das ist jetzt eine reine Formalie, diese Belagerung. Und das ist ja hervorragend. Ich finde, James hat dem Reich damit richtig was Gutes getan. Allerdings müssen wir doch jetzt mal ein bisschen aufpassen auf unsere Vasallen, insbesondere auf die Herzoge. Schauen wir uns das mal an. Der Herzog von Albany ist noch absolut auf unserer Seite. Die Tyrannei macht da überhaupt nichts.
Aber wie sieht es hier unten aus? Die Bischöfe interessieren mich nicht weiter. Mora findet das nicht so gut. Und Halkiel ist vielleicht... Naja, Mora und Halkiel, das sind die größten Probleme. Dann sollten wir unseren Kanzler mal erstmal zu Mora schicken, um sie von der Rechtmäßigkeit dieser Tat zu überzeugen. Ich denke, das ist jetzt notwendig. So, was haben wir hier? Kasernen gebaut, Bürgermeister... Okay, da wurde irgendein Bürgermeister verhaftet während der Belagerung. Übungsplatz gebaut, sehr schön. Diesen Gefangenen, das schauen wir uns dann später an, wenn der Krieg vorbei ist, was wir mit dem machen. Erstmal wollen wir die Belagerung einigermaßen erfolgreich... Na, was heißt einigermaßen? Das sind auch so eine Floskeln immer. Auto speichern, sehr lange. So, kommt jetzt. 1000 Verteidiger sind noch dort. Das sollte doch kein Problem sein. Sehr schön. So, und nun? Ach so, jetzt können wir den Krieg beenden. Ach Mensch, hätten wir das schon vorher machen können? Ich habe es gar nicht gecheckt. Egal, jetzt bieten wir den Frieden an. Jo, und damit ist die Sache erledigt. Ja, die Revolte ist vorbei. Unser König gewinnt und Bischof Hector ist inhaftiert. Sehr schön, das gucken wir uns jetzt direkt mal an. Wir haben... Ach, wir haben hier immer noch diese Verschwörung offen. Hatten wir das nicht irgendwie beendet? Ach so, der ist ja geflohen, ich erinnere mich. Ja, alles klar. Gut. Hector, was machen wir mit Hector? Hector wird im Gefängnis bleiben. Oder wollen wir ihn hinrichten? Nein. Ich denke, das wäre übertrieben. Er ist ja weiter ein Theologe und wir sind auch nicht grausam, oder? Sind wir grausam? Habe ich jetzt gerade vergessen. Schauen wir uns das mal an. Wir sind zwar Eiferer, aber ansonsten... Nee. Also jetzt ein Umbringen wäre jetzt, glaube ich, nicht charaktergemäß. Wir lassen ihn einfach im Gefängnis. Er muss ein bisschen büßen für seine Anmaßung, sich als Gegenpapst hier geriert zu haben. Achso, wir könnten, glaube ich, auch noch die Soldaten entlassen. Genau. Und das Gefolge schicken wir zurück in die Hauptstadt. Sehr schön. Gut, wie sieht es denn aus? 14. 2 Jahre und gleich wird er 15. Dann ist es nur noch ein Jahr und dann ist diese Durststrecke vorbei. Aber ich denke doch, es hat sich insofern gelohnt, als dass wir den Gegenpapst durch sind. Wow, trotz Tyrannei auf 100, ey. Wirklich krass. Und Roy findet es auch nicht so lustig. Mora sieht das jetzt inzwischen schon wieder anders, weil wir einen bedeutenden Aufstand niedergeschlagen haben. Das hilft uns weiter bei allen. Sehr schön. Dann haben wir in Moray auch noch mehr Soldaten zur Verfügung als sonst. Das sind auch gute Nachrichten. So, was passiert jetzt? Sollen die kleinen Narren doch hinter meinem Rücken tuscheln und kichern? Ich kann warten. Rache wird am besten kalt serviert. Auch noch ein geduldiger Herrscher. Oh Gott, das ist ja so ein tugendhafter Mensch. Außer Stolz. Das ist sein einziges kleines Manko. Aber was stellen wir dann mit dem nachher an? Oh! Alles frustriert mich einfach. Ich habe die Eigenschaft zornig erlangt. Okay. Meint das jetzt Elgin? Ist Elgin zornig geworden? Ja. Nee. Wer ist jetzt zornig geworden? Ewan? Ja, Ewan ist zornig geworden. Alles klar. Wow, okay. Zornig und stolz und dabei aber wohltätig und gemäßigt. Tja, Mäßigung und Zorn sind offenbar hier noch andere Gegensätze. Müssen wir uns nochmal genauer angucken, wie wir das dann später zu interpretieren haben. Und zwar genau in einem Jahr. Ah, leider sind wir in... Ah, doch, nicht, was heißt leider? Wir sind erfolgreich. Moras Meinung hat sich verbessert. Sehr schön. Dann sollten wir den Auftrag ändern. Bei wem sieht es noch nicht so gut aus? Bei Roy.
dann müssen wir unbedingt jetzt mal zu Roy. Wo sitzt der nochmal? Hier in Galloway. Genau. Ja, wäre doch gelacht, wenn wir diesen Tyrannei Malos nicht irgendwie bald mal negieren könnten. Halkiel ist auch schon bei 55. Sehr schön. Gut. Oh, aber hier. Herzog Halkiel hat einen bewaffneten Mann mit schartiger Rüstung und geflecktem Pferd verhaftet. Er sagt, der Mann würde behaupten, ein fahrender Ritter zu sein. Dieser Aussage schenkt er offensichtlich keinen Glauben. Entweder lassen wir den frei, oder das ist ein Räuber. So, zornig, stolz, wohltätig, gemäßigt, gütig. Ich glaube, hier zählt dann eher die Güte und die Mäßigung. Egal, was Halkiel von uns hält. Das ist... Ja, ach so, wir spielen ja nicht als Juren. Ha. Ach, ihm ist das egal. Ich glaube, ihm ist das egal. In dieser Sache entscheidet der 15-Jährige selbst. Und er lässt ihn frei. Was Halkiel nicht gut findet. Okay, und der Bürgermeister ist aus dem Keller... aus dem Kerkerkeller entlassen worden. Und wir haben den Januar 1146, das Jahr, das in die Geschichte eingehen wird, als das Jahr, an dem endlich Euan der Zweite die volle Macht erringen wird über sein Königreich. Und wir können fast schon einen Countdown zählen. So schnell rast die Zeit, ohne dass etwas passiert. Hier wurde, das ist wahrscheinlich auch ein stehendes Heer, was hier direkt ausgehoben wurde. Insofern keine Bedrohung. Überhaupt sind unsere Herzoge alle sehr friedlich, muss ich mal so sagen. Roy, wie gesagt, ist nicht so ganz begeistert. So, was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Oh, wir haben eine Fraktionsgründung, da sage ich es noch gerade. Sie sind friedlich, aber Halkiel hat die Unabhängigkeitsfraktion gegründet. Hier wurde ein Earl verhaftet. Und es gab eine Erbschaft. The Buchan. Buchan wurde geerbt von Earl Euan von Buchan. Wie ist der denn so drauf? Der ist schüchtern, gemäßigt und ehrlich. Okay, keine schlechten Voraussetzungen, um ein anständiger Vasall zu werden. Gut, aber wir brauchen einen neuen Kämmerer dadurch, weil der gute Mann gestorben ist, der Vater. Und wen haben wir denn da? Oh, wir haben den Duda. Und das wird sich wahrscheinlich unser werter Regentbischof verbitten, hier einen jüdischen Kämmerer einzustellen. Insofern müssen wir auf diesen Mann hier wohl zurückgreifen. Farkar, der auch ein Mary ist. Auch gütig, wohltätig, zufrieden, feige, Bastard. So. Ja, okay, ein Karrierekaufmann. Warum nicht? Soll er doch Kämmerer werden. Er ist zwar nicht das Genie, das wir mal hatten, aber okay. Er wird seine Sache schon gut machen, denke ich. So. Gibt es sonst noch was Neues? Aber gleich ist es soweit, liebe Freunde. Gleich ist es soweit. Ich bin schon gespannt, wie er aussehen wird. Ha, ich kann es kaum erwarten, liebe Freunde. Ja. Oh, wie sieht er denn aus? Also erstmal ist die Regentschaft vorüber. König Euan ist nun volljährig. Er wird Meistertheologe. Wow. Okay. Und so sieht er aus, der gute Mann. Wer hätte das gedacht? Mit einer Glatze und einem interessanten Vollbart. Ja, die Eigenschaften kennen wir schon. Zornig, stolz und dann aber wohltätig, gemäßigt und gütig. Über Mäßigung und Zorn muss ich nochmal nachdenken. Wahrscheinlich ist Zorn eben die kurzfristige Reaktion, während Mäßigung eher so die Grundhaltung ist. Ja, wir können
Ja, das denke ich, sollten wir tun. Wir sollten jetzt mal direkt ein großes Turnier abhalten. Zu Ehren des Beginns unseres Königtums. Ich habe durch Boten im ganzen Reich die Kunde verbreiten lassen, dass ein großes Turnier abgehalten werden wird. Sehr schön. So, dann können wir eine Ambition wählen. Und heiraten ist, glaube ich, eine vernünftige Ambition. Das soll aber wirklich gut überlegt sein. Und jetzt ist aber die spannende Frage, was für einen Fokus wir wählen. Das ist jetzt wirklich interessant. Ich sag mal, die ganzen Eigenschaften geben es noch nicht so richtig her, jetzt eine Wahl zu treffen. Also, Krieg ist, glaube ich, im Moment noch nicht das Richtige. Jagd. Verführung trifft jetzt es auch nicht unbedingt. Also es kann sich alles noch in diese Richtung entwickeln, aber ich glaube, ich nehme tatsächlich als erstes jetzt mal den Herrschaftsfokus. Ich glaube, er ist jetzt einfach stolz, dass er endlich König ist und will diese Macht nun auch voll ausnutzen und genießen und wird deshalb also erstmal seinen vollen Fokus auf sein Herrschertum legen. Es erscheint mir jetzt am naheliegendsten, das Ganze. Gut, haben wir das getan? So, jetzt sollten wir uns vielleicht doch nochmal anschauen, wie es hier mit diesen Fraktionen aussieht. Also, die Meinung ist nicht schlecht, aber vielleicht sollten wir irgendwie... Tja, wir sollten den Hofspitzel nach Lothien schicken, glaube ich. Das wäre das Vernünftigste. Versuchen wir es mal. So nicht. Und dann können wir noch irgendwie was für ihn tun, für Herzog Halkiel, dem Gerechten, wie er inzwischen schon heißt. Wir könnten ihm ein bisschen um den Bart gehen. Aber wir sind stolz. Das, glaube ich, würden wir nicht tun. Wir sind stolz und gütig. Nee, wir sind erstmal zu stolz für irgendeine Maßnahme. Wir beobachten es einfach mal weiter. Gut, einer wurde entlassen aus dem Kerker. Oh, was gibt's hier? Verlobte können heiraten. Ja, Prinzessin Mary. Okay, es ist soweit. Die Verlobung kann endlich in eine Hochzeit umgewandelt werden mit Kaiser Lambert dem Fetten, wie er inzwischen heißt. Der jetzt 16 geworden ist und der ansonsten fleißig, gütig ist und zu dem wir, oder der eine ganz gute Meinung von uns hat. Ja, jetzt ist die Frage, vorher war das ja von der Mutter arrangiert. Ist die Frage, sieht das der König jetzt irgendwie anders? Sieht es Ewan anders als die Mutter? Ich denke nicht. Er wird die Verlobung jetzt nicht beenden. Das wäre zu krass. Außerdem, als stolzer König von Schottland, findet er es, glaube ich, auch ganz gut, dass seine Schwester Kaiserin ist. Er ist ja nicht neidisch. Also wird das akzeptiert. Ewan akzeptiert und freut sich über die Hochzeit und jetzt beginnt das große Turnier und ich denke, das werden wir noch abwarten, diese 2 Monate, bevor wir dann für dieses Mal wieder Schluss machen. Ah ja, Mary ist entschwunden aus dem Hof. Mal sehen, was auf dem Turnier passiert. Jetzt haben wir erstmal rund und leicht malzig, erfrischend und mit rechtem Maß. Bitter. Ach, diese Mönche verstehen wirklich etwas von echter Braukunst. So, ich muss häufiger im Kloster vorbeischauen. 20% Säufer. So, was sagt uns das? Zornig, stolz, wohltätig, gemäßigt, gütig, Meistertheologe. Es spricht eigentlich nichts dagegen, öfter mal im Kloster vorbeizuschauen. Zumindest, zumal wir dadurch eine Bildung gewinnen können. Und als Theologe haben wir sowieso eine Affinität zu Klöstern.
und Bildung. Insofern werden wir die erste Entscheidung treffen. Und wir sind kein Säufer geworden. Ah, fast ein bisschen schade. Hätten wir nämlich genau gewusst, was unser nächstes, Fokus wäre. Aber Halfdan von Orkneyja wurde zum Sieger meines großen Turniers. Wer ist das? Halfdan ist der Kämmerer von Lothien. Okay. Der mich gar nicht leiden kann, weil er Ausländer ist. Klar, weil er Norweger ist. Na gut, aber es wird sich etwas verbessern, denn er hat es verdient, das Ganze so. Mora ist auch, glaube ich, erwachsen, oder? Ist nur ihr Vormund gestorben? Ne, nur ihr Vormund ist weg. Mora ist erst 10. Das wird auch noch interessant. Roys Tapferkeit hat ihn den zweiten Platz im großen Turnier. Roy Marshall von Clydesdale. Okay. Meinung auch etwas verbessert. Und Archibald de Pelfrey hat sich seinen dritten Platz erkämpft. Wunderbar. Ja, liebe Freunde, das war, denke ich, das große Turnier. Das Turnier ist vorbei. Jetzt ist es an der Zeit, sich im Glanze des Erfolgs zu sonnen. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Das hilft etwas, den Makel der Tyrannei von uns abzuwaschen. Okay, ein ruhmreiches Ereignis beendet den Antritt von Huon dem Zweiten als König. Und wir können gespannt sein, was uns noch mit ihm so erwarten wird. Also, bis bald, macht's gut. Euer Steinwall.